Ich möchte mich gerne vorstellen. Mein Name ist Karin Tüschen, ich bin 51 Jahre alt und seit 7 Jahren an Krebs erkrankt. Hiermit möchte ich gerne Menschen Mut machen, die in einer ähnlichen Situation gefangen sind, wie ich das war, und auch ein bisschen beschreiben, welche Therapiemaßnahmen ich ergriffen habe, um mit diesem Krebs zu leben. Alles fing vor 7 Jahren an mit einer Diagnose, die einem erstmal den Boden unter den Füßen wegzieht, Magenkrebs. 2 Wochen später folgte dann eine Gastrektomie, wo der Magen komplett entfernt wurde. Und weitere Behandlungen danach, wie Chemo oder Bestrahlung, waren allerdings nicht nötig. Man ist davon ausgegangen, dass nichts gestreut hat und dass ich jetzt nur die nächsten Monate damit zu tun habe, mich wieder aufzubauen. Das habe ich auch getan und habe versucht, wieder ins Leben zu kommen, was nicht so einfach war, weil man verliert sehr viel Gewicht und auch sehr viel Kraft. Aber das ist dann durch einige Maßnahmen wie Sport und gute Ernährung oder Umstellung der Ernährung ganz gut gelungen. Nachdem ich schon glaubte, die Krankheit überstanden zu haben, kam nach 5 Jahren dann das erste Rezidiv, was auch sehr heftig war. Also das endete mit einer Lungen-OP, wo ich einen kleinen Teil meines rechten Lungenlappens verloren habe und 2 Lymphknoten befallen waren, die entnommen worden sind. Und es war dann auch eine Chemotherapie notwendig. Okay, wir haben die Behandlung gemacht. Danach war ich erstmal wieder krebsfrei und habe mich erstmal wieder ein bisschen aufgebaut, so wie ich das auch schon nach der ersten OP gemacht habe. Nach einem weiteren Jahr bekam ich aber direkt das zweite Rezidiv und langsam zeigte sich auch auf, dass der Krebs wohl doch Metastasen gebildet hat und sich in verschiedenen Regionen des Körpers festgesetzt hat. Wir haben das dann nochmal versucht mit 2 Chemos und noch einer OP, hat aber nichts genützt. Nach 6 Wochen war es wie eine kleine Explosion und die Metastasen waren schon an mehreren Stellen im Körper. Daraufhin war es an der Zeit, die Taktik zu ändern, und mir war klar, ich muss mir jetzt auch zur schulmedizinischen Seite alternativmedizinische Hilfe holen. Die habe ich dann in Bad Salzhausen gefunden. Habe durch Freunde erfahren, dass da ein Kompetenzzentrum ist für Zelltherapie und für alternative Methoden, dem Krebs entgegenzutreten, und ich bin dann dorthin gefahren. Begrüßt wurde ich in Salzhausen durch Dr. Michael Bausch, der Leiter des Zentrums, der mir dann seine Kollegen vorstellte, Dr. Lu und Dr. Faruk, die gemeinsam ein sehr kompetentes Team bilden. Nachdem ich ihnen meinen Fall geschildert habe und wir die schulmedizinische Seite erörtert haben, die ich zurzeit im Nordwestkrankenhaus in Frankfurt bekomme, mit Antikörpern und Chemotherapie, haben wir einen Plan ausgearbeitet, um mein Immunsystem zu stärken und einfach wieder ein bisschen Energie und Leben in den Körper zurückzubringen. Das gestaltete sich dann so, dass ich erstmal angefangen habe in einer qualifizierten 4-Tage-Entgiftung und einigen Infusionen. Dann haben wir eine Zelltherapie gemacht, die mir sehr gut getan hat. Und des Weiteren wurden dann Ozontherapien und zellstärkende Programme laufen gelassen. Die Antitherapie, die Ihnen der Dr. Faruk vorstellen kann, wurde 3-mal täglich durchgeführt. Und nach einigen Tagen merkte ich schon, dass ich einfach energetisch viel besser drauf war und dass ich kaum noch Schmerzen hatte und mich einfach sehr wohl gefühlt habe. Was ich noch als außerordentlich wichtig erachte, ist die psychische Gesundheit. Ich habe versucht, zwischen den ganzen Erkrankungen, also zwischen den OPs und den Chemos, immer wieder neue Herausforderungen zu suchen und auch meinen Hobbys nachzugehen und für meine Familie da zu sein und mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Nach der zweiten Behandlung, ich bin dann 2 Wochen dort gewesen, wurde sehr intensiv therapiert neben der Chemotherapie, stellte ich fest, dass es mir einfach richtig, richtig gut ging. Also ich kann das kaum beschreiben, aber ich bin einfach wieder in der Lage, meinen Alltag zu leben, Sport zu machen und das innerhalb kürzester Zeit. Dann habe ich auch noch ein paar ganz spannende Hobbys, für die man auch ein bisschen Energie braucht.
Und Gott sei Dank habe ich die jetzt wieder und da bin ich dem Team extrem dankbar für. Super Arbeit, super Zentrum. Dankeschön.